Ja, moin moin meine Besten, was geht ab? Und dann alle herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute mal aus der Garage, da hinten steht die schöne Super Duke. Hier die 96 SMCR und wir gönnen uns heute richtig nices Technocarbon. Leben hier ist schnell, drück aufs Gas drauf. 10 von 10. Hier den schönen Deckel mit Carbon versehen, das gleiche natürlich dann auch auf der anderen Seite beim Generator und hier auch für den kleinen Kettenschutz hier vorne. Und ich würde sagen, jetzt schnacken wir nicht lange, sondern fangen an, Carbon auf die Maschine, let's go! Wonder about the times that it made sense, but nowadays I don't worry about what's past tense. My younger days I used to hang around with mad friends. If we just fell out, I don't really know what happened. Also Leute, hier dran denken, ihr bekommt das Carbon nicht fest, wenn ihr nicht den Schalthebel abnimmt. Ja, also nimmt den Schalthebel ab, schön nachher ein bisschen mit Loctite wieder fertig machen und gut ist. So viel zum Technocarbon. Gefällt mir von der Qualität richtig, richtig gut. Vor allem auch hier mit den überlackierten Tecmo-Aufklebern. Wirklich klasse, mega geil. Das war's für das heutige Video, aber die Umbauten gehen natürlich weiter. Im nächsten Video werden wir das hier austauschen. Ich habe das Bauteil auch schon hier, diesmal nicht von Tecmo, sondern beim nächsten Mal schauen wir uns mal das schöne Carbon von Akrapovic an. Und ich zeige auch, warum ich nicht das Carbon hier von CMT genommen habe, wo ich es bestellt hatte. Ein Hauch voll billig. Im Nachhinein habe ich mich dagegen entschieden, deswegen nochmal neu. In diesem Sinne, meine Besten, haut rein, bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, haut auf die Glocke, verpasst kein weiteres Video und abonniert das sehr gerne den Kanal, würde mich mega freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao, ciao.